Ex-Freund, Profiboxer im Schwergewicht. Tom Schwarz ist nicht das erste Mal auffällig geworden. Neben diversen Fehltritten in unserer Beziehung habe ich nach der Trennung monatelanges Stalking über mich ergehen lassen. Bis es zu dem Tag kam, der mein Leben komplett veränderte. Tom Schwarz wurde mir gegenüber gewalttätig und schlug mir mit voller Wucht ins Gesicht. Er kam damit vor Gericht durch. Sein Faustschlag traf meinen Kiefer und mein Kiefer wurde mehrfach gebrochen. Ich wurde mittlerweile mehrere Male operiert und bekam neue Zähne im Unterkiefer und habe bis heute ein anhaltendes Taubheitsgefühl in der Unterlippe. Ich bin nicht die einzige Frau, die körperliche Gewalt durch Tom Schwarz erfahren musste. Es gibt weitere Ex-Freundinnen, die genau dasselbe berichten können. Und genau deswegen stehe ich hier. Ich werde nicht länger schweigen und das sollte keine Frau tun. Die Anklage lautete gefährliche Körperverletzung. Ich hoffte an dem Tag endlich mit diesem Thema einen Abschluss zu finden. Ich glaubte an Recht und ich glaubte auch an die deutsche Justiz. Aber es kam alles anders. Was mir an diesem Tag widerfahren ist, ist exemplarisch für den Umgang mit Gewalt gegen Frauen und Mädchen vor der deutschen Justiz. Winfried Leopold, Richter am Amtsgericht Borg, fuhr mir an diesem Tag nicht nur permanent über den Mund, sondern lehnte auch alle von mir gestellten Anträge ab. Es wurde keine Rechtsmedizin gehört, es wurde kein Zahnarzt verhört, es wurde keine Zeugen, die von uns gefordert wurden, angehört. Es wurde lediglich eine Zeugin von der Gegnerseite angehört. Diese Zeugin verstrickte sich immer und immer wieder. Trotz dieser einen Zeugenaussage wurde ein Urteil gefehlt. Ich hätte alles widerlegen können, aber es wurde nicht zugehört. Es waren zwei Verhandlungstage angesetzt, aber wir brauchten nur einen, denn der Richter meinte, es ist alles klar. Das Verfahren wurde eingestellt gegen eine Zahlung von 2.500 Euro an die Staatskasse. Winfried Leopold erklärte, dass der Schlag hätte anders ausgeführt werden müssen und Tom Schwarz in der Lage sein muss, die Schläge besser zu dosieren. Mir wurde vom Richter eine Mitschuld gegeben, ohne weitere Zeugen zu verhören. Es ist unglaublich, was in deutschen Gerichtssälen heutzutage passiert und wie viele Frauen Ähnliches erleben. Nach der Urteilsverkündung erreichten mich unglaublich viele Nachrichten und unglaublich viel Zuspruch. Viele Menschen waren fassungslos über das, was mir passiert wurde und haben mir geschildert, dass ihnen Ähnliches passiert ist. Sie teilten mir ihre Erfahrungen mit. So wurde mir klar, dass meine Geschichte kein bedauernswerter Einzelfall ist. Auch ich habe, wie so viele Frauen, jahrelang geschwiegen und weggeschaut. Ich bin wütend und meine Wut ist mein Antrieb. Dieses Urteil macht Schweigen unmöglich. Es trifft nicht nur mich, sondern ist ein Angriff auf alle Frauen. Gegen das Unrecht aufzubegehren und sich zu wehren, ist wie eine Befreiung. Es ist unsere Entscheidung, ob wir nur unfähig zusehen, wenn Unrecht geschieht, oder ob wir für Veränderung streiten. Ich habe genug Stärke und Mut, Widerstand zu leisten. Und ich werde nicht schweigen, das ist keine Option mehr. Also hoffe ich, dass wir in Zukunft alle mehr für diese Frauenrechte zusammen kämpfen. Denn das, was hier passiert ist, darf nie wieder passieren.